Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das da übersehen habe. Also, das ist eigentlich voll easy. Das letzte Level in der Wüstenwelt. Die Verstaufspause. Hoch die Bühne. Let's go! Luigi ist gehypt. Und ich hoffe, ihr seid auch gehypt, denn wir gehen gleich in eine neue Welt hinein. Boah, welche wird es sein? Das finden wir gleich heraus. Sunshine-Musik. Das war schon? Okay. Es war ganz nett. Es war ganz nett. So. Yes! Herzlichen Glückwunsch! Alle von der Samen in der wolkenlosen Wüste gefunden. Zur Belohnung erhältst du 100 Blumenmünzen. So, das eben nachgeholt. Können wir nun weiter. Und ich glaube, wenn wir einfach jetzt hier uns TP'en lassen, ist das am einfachsten, oder? Wie mache ich das? Besten Blüteninseln. Hier zum Laden. Das geht am schnellsten. Genau. Blüteninseln. Hallo. Dieser gemeine Kerl macht nichts als Ärger. Ich glaube an dich, Prinz. Meine Angel könntest du gegen. Aber immerhin hatte ich eine Flasche mit einer wertvollen Nachricht am Haken. Klaus und Kapitän Toad stehen euch bei. Ich frage mich ja, wer das sein soll. Ja, wir wissen ja, wer das ist. So, das hier haben wir schon mal gesehen. Luftgaleere in den Blüteninseln. Und jetzt machen wir dir's. Yep, yo! Mach mal, Luigi, bitte. Du musst deine Nase wieder verstopfen lassen. Da klangst du ikonischer. Aber passt schon. Wie cool das wieder aussieht, ne? Cool sieht's ja allgemein immer aus. Wow! Ach, das ist lächerlich! Lächerlich, wie ich mich da treffen lassen habe. Hilfe. Okay. Dich nehmen wir mal mit. Plopp. Ich nehme auch mal mit. Die Physik ist cool. Ich frage mich, ob das ein Remix ist oder ob das, ein neuer Song ist. Ich weiß es gerade nicht. Aber normalerweise haben wir Airship Level immer ein Remix. Ich weiß es aber gerade nicht. Das ist auch komplett neu. Sind auf jeden Fall sehr cool, egal was dabei ist. Aber das ist ja auch das zweite, was wir. Ich muss jetzt springen. Was wir hier sehen. Also, wir hatten ja schon mal eins. Ich finde es so schade, dass das Ingame-Sound halt leise ist. Ich habe es ja schon lauter gestellt für euch, aber. Ist immer noch leise. Und das finde ich echt schade. Sei leise, Handy. Mein Gott. Das hier, komm, egal. Oh, oh, oh. Was geht denn da ab? Sieht jetzt schon wieder aus wie ein Mario Maker Level. Okay. Da muss ich rein, da muss ich rein. Grün für Luigi. Und grün für. Aua, mein Popo tut weh. Weil es so verdammt heiß ist. Okay, zum Glück muss ich nicht zurückrennen. In der alten Mario hättest du jetzt zurückrennen müssen. Wir wurden verschont. Oh, oh. Boah, hübsches Outfit, Luigi. Sehr, sehr nice. Aha! Kann ich noch einen haben? Dankeschön. Den nehme ich an. Was war mit einer Wolke? Oh, oh Mann. Oh, Mann. Oh. Hey. Hallo? Was darf sein? Du schon wieder? Genau das gleiche hatten wir auch beim letzten Mal. Oh nein, nicht schon wieder. Ah, die kann sie kaputt machen. Ja, mach mal. Da sind die weg. Oh, kannst du das hier kaputt machen? Komm, lieber Bowser, mach das mal weg. Danke, Bowser. Sehr nett von dir. Sehr, sehr lieb. Mach mal deine Kumpels hier weg. Ich finde super, wie Luigi guckt. Ah, die Expressions sind generell super in diesem Spiel. Deshalb heißt es ja auch Super Mario. Ha, 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 ha. Neue Wolke sollte ich mal nehmen. Aber nicht abschießen. Die armen Wolken. Wir haben noch nichts getan. Wir haben es nicht verdient. Ich schon. Weedy Time. Ist vorbei, Einhorn-Bowser. Das sah ganz aus, ne? Ist vorbei. Scheinbar soll man hier ständig rumfliegen. Na gut.
Weil ihr es so wollen. Aber manchmal kommt mir das Spiel wirklich vor wie Mario Maker Level. Was natürlich gute Promo ist von Mario Maker 2. Ich finde, das Spiel könnten sie wirklich mit einem neuen Update nochmal zurückbringen. Statt jetzt komplett Mario Maker 3 zu bauen. Aber ich hätte auch nichts gegen Mario Maker 3. Nur, na doch, doch hätte ich. Wenn es genauso kacke wird wie der Übergang von 1 und 2, dann doch. Dann will ich es nicht. Kann man ja gar nichts rüber tauschen. War wirklich. Ach ja. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt sag mir aber nicht. Das ist aber nicht ernsthaft der gleiche Boss nochmal, oder? Erst der gleiche Effekt. Und jetzt nochmal der gleiche Boss. Also einfach drüber springen, Knopf und das war's. Wow. Das ist. Das finde ich echt lame. Die hätten ihm ja zumindest mehrere Hits geben können. Und dann wird er immer schneller und immer schneller. Dass man immer zurückgeworfen wird oder so. Aber nein, einfach exakt das gleiche wie letztes Mal. Oh Mann. Not impressed, Nintendo. Das wird keine 10 von 10 Punkte Bewertung am Ende haben. Das ist alles eure Schuld. Boom. Der hat doch ein Einhorn. Warum hat er ein Einhorn? Egal. Wie schön das hier jetzt aussieht. Uiuiuiuiui. Hab's. Und du bist weg. Let's go. Machen wir das mal. Das sieht interessant aus. Hab's und du bist weg. Oh. Oh Gott. Warum erinnern die mich an Bendy und Eat Machine? Falls das Spiel kennt. Die sehen voll in den Arzell aus. Als würden die dann im Arzell reinpassen. Oh, wir müssen uns beeilen. Die fressen nämlich die Blöcke alle weg. Verschwindet. Lasst es sein. Lasst es sein. Oh, danke. Oh, da habe ich natürlich mitfliegen. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Pass auf. Ja, pass auf. Noch 5. Noch 4. Dong, dong. Nein. Ah, ich dachte, ich kann auf den drauf bouncen. Ach, verdammt. Ja, komm. Okay. Ja, mein Power-Up ist jetzt leider weg. Aber damit muss ich jetzt leben. Also, die Blumen haben noch gesagt offscreen, die haben Hunger auf mich. Wenn ich ihn jetzt noch ganz oben lenke, ja, dann sieht er den. Der hat lieber Heißhunger auf Galumbas als auf Luigi. Kann ich aber auch verstehen. Ich glaube, ich hätte auch lieber Lust auf einen Galumba als auf einen Luigi. Dankeschön. Großartig. Wow, okay. So hört sich das Luigi an. Statt okay, ist es jetzt okay. Ja. Ja, genau, der Hunger auf mich. Okay. Sehr intens hier. Warte, jetzt schon? Alle 10er-Münzen? Oh yeah! Darauf war ich gehypt. Ach komm, das ist doch jetzt lächerlich. Lächerlich! Was zum... Ist ja schlimmer als der Horde von Buhus. Schwindet! Ah, da stunt die kurz. Okay, Powerblöcke stunt die kurz. Weg! Boah! Okay, den habe ich jetzt nicht mehr bekommen. Oh, danke. Das war ja nett von euch. Lass uns mal kurz fressen hier. Bitte! Oh Gott. Bam! Schade, nicht gekillt. Einfach weg. Einfach weg. Ich kann nicht auf die achten. Ich muss auf mich selbst achten. Ja, aber ich habe hier das Ende, oder? Wie Luigi guckt. Ja! I did it! Oh yeah! Du solltest dich lieber beeilen. Warum sagst du das? Yes! Hab zwar keinen Power-Up mitnehmen können, leider, aber zumindest haben wir es ja rausgeschafft. Bye bye! Bye bye! Boah, das war ein heikles Level, du. Da ging's richtig ab. Okay.
Ich glaube, ich wechsle mal meinen Charakter. Auf Peach, wollte schon Daisy sagen. Auf Peachy. Lolli Peach darf jetzt Nimmersatte Sagas spielen. Okay, ist Sagas der deutsche Name für die Viecher da auf dem Bild? Weil eigentlich heißen die Maimais. Oder, nee, nicht Maimais, die heißen Mamas. Genau, die heißen Mamas. Wie deine Mama. Oh. Das ist so lustig, was schaust du das an? Das Ding erinnert mich irgendwie total an Paldeen Wooper und Paldeen Zulord. Blab. Ich finde die cool. Ich finde die einfach ziemlich cool. So, Peach, enttäusch mich nicht. Ey! Ja, Sommer, ich glaube, es hackt bei dir! Oh, schade, du lässt das nicht wieder rauskotzen. Okay. Da habe ich Pech gehabt. Da habe ich einfach Pech gehabt. Bam. Bams. Fress doch bestimmt diese Panzer hier, oder? Die wollt ihr doch bestimmt fressen. Yehey. Na komm, wo seid ihr denn? Oh. Bam. Oh nein. Egal, passt schon. Ich habe zumindest etwas anderes bekommen. Der kann alles fressen. Auch die Münzen. Okay. Boing. 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 Ah, schade. Ich wollte so eine Combo aufbauen. Zu spät! Kann ich da hoch, bitte? Juhu! Yippie! Hey, du da! Hey, du da! Bonk! Mach mal deinen Mund nicht so weit auf! Du stinkst! Nach Pilzen. Vor allem braune Pilze! Hey! Was suche ich hier? Ich suche das Ding hier! Was zum... Oh mein Gott, wir sind ein Goomba! Und genau deswegen habe ich extra Peach genommen, weil ich finde Peach am lustigsten aus. Aber dieses Make-up auf dem Goomba finde ich so lustig. Wow. Ich kann auf Stacheln latschen. Aber nächstes Mal muss ich euch Yoshi und Nabbit zeigen. Die beiden sind Nummer 2 und Nummer 3 für mich. Haha, siehst du mich nicht. Müssen aufpassen, denn auch im Schlaf werden sie gefressen. Und springen kann der Goomba nicht. Er kann nur Breed machen, wenn er jemanden sieht. Oh, ganz noch schlecht. Ja. Oh. Ich habe einen Fehler gemacht. Kann ich mich nochmal fressen lassen? Hey, hey du da. Hey, hey du da. Hey du da. Hey, hey du da. Tot. ich nehme mal den Turbo. Ich will wissen, ob das funktioniert mit dem Goomba. Habe ich das eingesammelt? Es bleibt ein... Ah, nee, hier war das ja. Stimmt. Von hier habe ich das doch überhaupt. Aber ich finde die Transformation echt cool. Ich hoffe, die gibt es mehrmals im Spiel. Nicht nur einmal in diesem Level. Ansonsten, wenn es wirklich das einzige Mal ist, dann schaut euch mal die Transformation von anderen Charakteren an. Yoshi hat so eine süße Eierschale. Und Nabbit, ey. Nabbit finde ich mega lustig. Nabbit hat irgendwie so, einfach so eine Maske drüber, damit man nicht sieht, wer es eigentlich ist. Ja. Ansonsten, die anderen haben alle einfach nur ihre Cappies oder ihre Tauthüte da, was auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Er hat die Blüten gefressen. Okay. Steh schon. Ich kann meine Augen bewegen, das finde ich cool. Okay. Nein! Was macht er denn da mit dem anderen? Oh Gott. Bitte abhauen. Schnell durch. Aus dem Weg! Boing, 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 ihr raschelt was im Busch. Aber er checkt's nicht. Das ist meine Gelegenheit. Ja? Lassen wir das Thema mal lieber. Wir müssen aber trotzdem. Oh, das ist was. Wir müssen aber trotzdem aufpassen, weil wir uns ja trotzdem noch essen können. Und jetzt können wir uns endlich mal wieder wehren. Die letzte 10er Coin. Kann ich gebrauchen? Oh. Oh. Danke, Kumpel.
Ich habe nicht mal gecheckt, was ich machen musste. Aber irgendwie wirkt das auch so ein bisschen wie so ein Wareland 4 Raum, oder? Das ist ein richtiges Wareland 4 Rätsel, finde ich. Oh, jetzt hat er sich... Okay. Er wollte unbedingt den Panzer fressen, aber der Panzer hat ihn gefressen! Haha, wie eine Ananas, ey. Du. Nein, mach doch! Der Goomba von vorhin. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich hoffe es auch. Bonk. Hey, ihr Lieben! Lasst mich mal nach ganz weit nach oben! Sehr nett von euch. Vielen lieben Dank. Bonk. Ja, war ein sehr cooles Level. Als ich schon den Trailer gesehen habe, dachte ich mir, das wird richtig nice. Ach ja. Boah, ich hoffe wirklich, dass die Goomba-Transformation noch öfter kommt. Ich hoffe es wirklich sehr stark. Okay, jetzt könnten wir theoretisch auch hier lang. Das hier wäre dann der Weg. Ich glaube, das hier wäre der Weg, oder? Nach links. Zu... Lava-Welt, ja. Die machen wir jetzt aber noch nicht. Stattdessen gehen wir jetzt hier unten in die Welt hinein. Wir haben jetzt nämlich genug von denen. Dann ab hinein in Welt 5, die Fungi-Mine. Ob mich da Fungi erwarten wird? Die vorletzte Welt, wie mir scheint. Was zum... Die Minenarbeiter, was machen die denn da? Oh, bis nach ganz unten. Also andersrum wie jetzt vorhin. Die letzten paar Male. Sieht cool aus. Ist das hier Wasser oder ist das Gift? Endlich, die Fungi-Mine. Hier soll es ja auch einen Königssamen geben in Grün. Aber ich weiß nicht mehr genau wo. Und die Karte hilft da auch nicht weiter. Doch. Ist doch eigentlich ziemlich offensichtlich. Nach ganz unten. Warte mal. Das sieht aus wie eine Höhle. Boah, das könnte ja cool werden. Sprechen wir doch mal mit den Poppins hier leben. Vielleicht haben die ja eine Idee. Maybe, baby. Wer weiß das schon? Freundlicher Poplinhaus. Here we go. Ich frag ihn mal ganz lieb und höflich und nett. Es scheint ja jemand da zu sein. Oh, eine Nachricht. Was da wo steht? Lesen wir mal. Was? Wo ist denn die Nachricht? Ich sehe kein Blatt. Willkommen in der Funkmine, der Fundgrube für Funken der Fundstücke. Tja, so würde ich normalerweise unsere Besuche begrüßen. Doch ist etwas Schlimmes passiert. Keine Zeit in der Mine zu arbeiten. Ich muss alles irgendwie in Ordnung bringen. Daher mache ich mich jetzt auf den Weg. Wer immer das liest, bitte kommt und helft, wenn ihr könnt. Nehmt diesen Wundersamen hier und bekommt zur Brücke. Ich bitte euch. Gezeichnet, freundlicher Poplin. Oh je, das klingt ernst. Nehmt den Wundersamen und gehen wir gleich zur Brücke. Oh. Oh, armer Kevin. Keine Sorge, bei Einbrechern weißt du, was zu tun ist. Warte, sind wir jetzt eigentlich Einbrecher? Egal. Wir sind freundliche Gesellen. Wir haben keine bösen Absichten, noch nicht. Was mache ich denn nur? Oh, mein Wundersamen! Ihr habt sicher die Nachricht in meinem Haus gelesen. Bitte sagt, dass ihr mir helfen werdet. Tja, meine Freunde sind losgegangen, um in der Mine zu arbeiten und niemals zurückgekommen. Sie wollten tiefer hinunter als sonst, um nach einem Königssamen für den Prinzen zu suchen. Aber so tief unten ist es auch ziemlich gefährlich. Ich muss ihnen helfen, bevor ihnen etwas zustößt. Ich habe das Gefühl, manchmal machen die Poplins mehr, als es Toads tun. Was sagst du? Sie haben sich in Gefahr gemacht, weil sie mir und dem Blumenkönigreich helfen wollten? Da können wir ja unmöglich einfach tatenlos daneben stehen. Retten wir sie! Vielen Dank, Prinz Florian. Dafür muss ich zunächst diese Brücke reparieren. Dazu fehlen mir nur Blumenmünzen. Hast du welche? Ja, hier, 10 Stück. Ja, das reicht. Wir haben hier sowieso keine gute Economy. Also, los geht's. Also, bin ich für die komplett rich? Bin ich Billiardär für die? Die Reparatur ist abgeschlossen. Ah, ich hab's vergessen. Ich habe hier etwas Wichtiges für dich. Hier, nimm diese Fühlerabzeichen. Das ist etwas ganz Besonderes. Es wird dir sicher sehr nützlich sein. What? Ein Fühlerabzeichen? Das spürt Sachen auf, die wir finden wollen, richtig? Damit können wir herausfinden, ob sich Wunderblumen oder ähnliches in der Nähe befinden. Oh, mach mal. Bin ich mal gespannt, wie es aussieht. Das ist ein Signal einfach. Alles bereit? Dann beginnen wir mit der Rettungsmission. Dup, 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 dup. Der geht da durch die Pilze durch. Kann ich das auch? Tatsache. Hm. Boi. Six. Okay. Hi. Eine lilane Coin. Oh. Geisterlevel. Aber das spare ich mir auf. Wegen Thumbnails und so. Hey! Seht nur!
Meine Freunde sind hier heruntergestiegen, ganz sicher. Ich glaube, dass sie sich im tiefsten Teil befinden, jenseits der drei Ruinen. Der Weg hindurch ist aber versperrt. Oh, und wenn man erst einmal dort unten ist, verirrt man sich leicht. Daher werde ich dich begleiten, um sicherzugehen, dass du nicht verloren gehst. Du meinst wohl, ja, ich begleite dich, damit du nicht verloren gehst. Naja, egal. Er wird mir später bestimmt noch dankbar sein. Hey, schau mal rein, Mann. Hier wirst du bestimmt findig. Danke für den Besuch, du kannst dir sicher sein. Bei uns blüht jeder Kunde auf. Secret Store mal wieder mit einem Wundersaum, den nehme ich natürlich wieder mit. Und ein paar Standys. Gucken wir mal, ob ich noch was Neues bekomme. Ja, Stachelkugel Mario, wieder Spoiler. Ich finde das so blöd, dass man auch doppelte haben kann. Das nervt echt. Ballon Peach, wie sie aussieht, ey. Bitte sag mir, wir finden auch die Goomba-Variation hier als Dandy. Das wäre so geil. Der hieß gedruckt, aber ich glaube es nicht. Ich glaube es tatsächlich nicht. Und wir kriegen nichts Gutes. Gar nichts Gutes. Ah, Hüpfer Mario. Gabbatoad, der Hi macht und fast umfällt. Komm schon, irgendwas Cooles. Das kann nicht sein. Ach, dann halt nicht. Du bist ein Abzocker. Ja, ich hab Lüge bestimmt bei dir. Okay, da ist noch ein Level. 2 Secret Level und 2 auf der Overworld direkt. Machen wir direkt nochmal das erste. Hoch und runter im Pilzforst. Peachy Time. Okay, was steht denn da denn hier? Erspüre wichtige Items in der Nähe, etwa Wunderblumen oder Zehnermünzen. Blumenmünzen. Ja, die sind super. Das ist ein super Abzeichen. Das ist sehr wichtig. Aber schaut mal, uns fehlen nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Abzeichen. Dann haben wir alle. Also immer die Augen aufhalten für neue Abzeichen-Level. Die können wir gut gebrauchen. Um das Spiel auch vollständig abzuschließen. Oh, das ist ein hübsches Kleid. Hab ich das schon mal gesagt? Bestimmt. Hä? Wie denn? Was? Nein, das akzeptiere ich nicht. Nein. Nein, das akzeptiere ich nicht. No, 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 no way. No way, bro. Das machen wir so nicht. Nur über meine Leiche. Oh nein, Kürbisse. Hilfe. Ich will die nicht sehen hier. Hey, Kumpel. Plopp. Kannst du eine Blase zum Platzen bringen? Hier schon wieder. Plopp. Schön die Kürbisse auch kaputt machen. Hier ist was? Das dachte ich mir schon. Oh, ich verstehe. Einfach durch. Haha. Ob ich auch mal so groß werde? Wenn du ganz viele Fruchtzweige ist, vielleicht. Kann ich an die Wand? Ne, ich kann nicht an die Wand. Aber ich kann ja auch nicht runtertauchen. Ah, ich kann nicht runtertauchen. Aber ich hab's. Wow. Let's go. Peachy. Oh. Wowie. Wowie. Saui. Das war mal ein dicker Oschi, du. Oh. Den nehme ich mit. Und ihr. Euch nehme ich alles auseinander. Ups. Warte. Oh, ich kann einen mitnehmen. Okay, brauche ich jetzt zwar nicht, aber cool, dass das geht. Ding, 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 ding. Da oben ist was, oder? Ich habe aber keinen Ausschlag bekommen. Ich kann ausschlagen. Oh, nice. One up. Ah, ich will nochmal versuchen. Ich will es nochmal versuchen. Nee, da ist wohl doch nichts. Schade. Hätte aber sein können. Dumm. Tada. Was hattest du heute zum Essen? Ja. Ich esse tatsächlich. Ja, ich kann nicht mehr reden. Ich esse tatsächlich gar nicht mehr so viel Gemüse. Ich bin eher so ein Obst-Type of Person statt. Gemüse. Aber was meint ihr? Was isst ihr eigentlich so öfter? Von gesundem Essen natürlich. Natürlich, natürlich. Wohin führst du mich? Zu einer. Einer. Nein, keine Wunderblume. Also noch nicht. Aber da oben ist was. Das war mir schon klar, dass da oben was ist. Nein, das hat mir jetzt verschwert, oder? Komm schon, das. Kann doch nicht ernst sein. Warte mal. Da ist doch was. Aber ich habe das falsche Ding ausgerüstet, leider. Falsche Abzeichen. Oder warte, vielleicht kann ich das so wie in einem anderen Mario spielen, eine Stampfattacke machen, dann habe ich mehr Höhe.
Ja, tatsächlich, das geht immer noch. Nice! Aber da komme ich jetzt nicht mehr dran. Das tut mir leid. Ich hoffe, da ist jetzt nicht die Wunderblume, sonst habe ich ein Problem. Yay. So geht es auch nicht mehr. Also was soll's. Oh, hier ist was. Ich sehe es auch schon. Bam! Der blöde Kürbis. Oh, grün. Schön grün. Das gibt wohl wieder eine Party. Wie die Kürbisse aussehen, voll cool. Schön dekoriert. Hey, was? Yeah. Wow. Yeah. Aha. Aha. Woohoo. Lass mich doch hoch. Mann, meine Spider-Senses nerven mich. Die tickeln mich. Ihr tanzt wieder. Ich find's cool, dass es die Tanze Piranhas öfter gibt. Ich mag die. Die sind toll. Oh, du spawnst neu. Okay. Und seid ihr auch schon im Halloween-Fieber? Wenn die Folge online ist, ist wahrscheinlich auch schon Halloween, oder? Yeah! Oh. Vielleicht aber noch nicht. Aber ungefähr um die Zeit. Macht ihr eigentlich was zu Halloween? Ich habe früher Kürbisse geschnitzt. Kürbisse? Nein, Spaß. Jetzt war Spaß zur Seite. Also, ich habe wirklich früher Kürbisse geschnitzt. Das hat auch Spaß gemacht, aber mache ich ja schon lange nicht mehr. Das Einzige, was ich halt noch zu Halloween mache, ist halt Horrorspiele spielen oder mir irgendwas anschauen, was Gruseliges. Ja. Aber was macht ihr denn so? Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Vielleicht kann man sich da eine Scheibe von abschneiden. So wie Peach mit dem Bohrer die ganze Welt hier abschneidet. Oder wegbohrt oder was auch immer. Thank you, bye bye. Oh yeah. Also ein Verschnaufspausen-Level kann ich jetzt gut gebrauchen, Spiel. Ach komm, sonst krieg ich doch gefühlt jemand zwei Level 1. Oh man. Na gut, ich glaube, wir haben leider nicht mehr so viel Zeit für ein weiteres Level. Deshalb war ich einfach jetzt schon den Pausenstopp. Ich hoffe, ihr habt noch ein schönes Halloween-Fest. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier an Ort und Stelle.